Stichwort Afghanistan. Wir erleben ja in diesen Tagen, wie da eine Regierung zusammengebrochen ist, respektive übernommen oder überrollt worden ist. Ich finde es vom Gedanken her Regierungswechsel noch ganz spannend zu beobachten, was da so läuft. Wie verlaufen Regierungswechsel? Ich kann da nicht in alle Details gehen, aber eben ein Bild, das finde ich so symbolträchtig. Die neue Regierung hat die Regierung übernommen. Das ist ein Bild, wie sie im Präsidentenpalast sind. Und sieht ihr die Gewehre? Das ist der Normalfall, wie Regierungswechsel passieren. Jetzt hat jemand anders wieder die Macht. Und es ist ja gleichzeitig auch so ein wirres Bild. Kein einziger auch diese, wenn es wechseln würden, hätten Freude daran, wenn sie mit dem Gewehr auf Gehorsam leben müssten. Wie kann da ein Friedensreich entstehen, wenn jemand mit dem Gewehr dasteht? Ja, das ist krass. Jemand hat darauf hingewiesen, in Europa hat es viele Jahrzehnte benötigt. Ja, viele. Da waren wohl humanistische Werte da und die übrigens, diese Werte ohne das christliche Fundament, gäbe es diese humanistischen Werte gar nicht. Das wird oft unterschätzt. Aber selbst in diesem Prozess, wenn es mal zur Wirtschaftskrise kommt, also solange alles gut läuft, ist ja gut. Aber wenn es zur Wirtschaftskrise kommt, plötzlich eben in diesem ganzen Prozess kam es im Zusammenhang dann mit dem Zweiten Weltkrieg zum nationalsozialistischen Gedankengut und das gewann die Oberhand. Es gab eine ebene Herrscherrasse und dann all die anderen. Und am Ende wurde der Sieg dagegen durch die Zerbombung der deutschen Städte wiederhergestellt. Es ist jetzt etwa 75 Jahre her, Aufbau, viel Bemühungen, Europäische Union, Mauerfall und so weiter. Und siehe da, nationalsozialistisches Gedankengut bedroht erneut die Gesellschaft. Und in Europa stellt man auch autokratische Tendenzen fest in verschiedenen Ländern. Regierungsübernahme mit Macht. Auf was hoffen wir denn? Auf einen Paukenschlag Gottes. Mit seiner Macht soll er es notfalls per Gewalt endlich richten. Noch kurz ein Rückblick, wo wir so stehen in unserer Reise. Es begann mit der Schöpfung. Der erste Text, die Schöpfung ist eine Art Tempel. Gott will hier auf dieser Erde wohnen, gegenwärtig sein. Der Mensch ist geschaffen worden als Statue, als Abbild Gottes. Er soll Gottes Wesen in dieser Schöpfung reflektieren und Herrschaft übernehmen, es gestalten, es zum Blühen bringen. Und der Mensch hat es aber fürchterlich versagt. Aber Gott hat einen Rettungsplan. Er hat sich ein Volk geschaffen und möchte durch dieses Volk seine Herrschaft, seinen Segen in die Schöpfung zurückbringen. Und diese Heilsgeschichte oder diese Geschichte der Rettung dieser Erde entfaltet sich mit vielen Widerständen und Rückschlägen. Jetzt zum heutigen Text.
Jesaja 52, Vers 7 bis 12. Bevor ich den Text lese, kurz die Situation. Was war da los, als dieser Text geschrieben wurde? Zur Zeit, als der Prophet Jesaja wirkte, da war eigentlich der Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Das Volk Israel hat seinen Auftrag, den Frieden in diese Welt zurückzubringen, kläglich versagt. Die Gesellschaftsordnung, welche Gott seinem Volk schenkte und die den Frieden fördern und schützen sollte, diese Gesellschaftsordnung war egalitär ausgerichtet, also nicht elitär oder hierarchisch, sondern egalitär. Menschen auf der gleiche Würde, gleiche Herrlichkeit allen Menschen. Sämtliche Kulturen um Israel herum waren ausnahmslos elitär und hierarchischer Natur. Und das nach dem Vorbild ihrer Götter. Religionen sind eigentlich immer hierarchisch. Da ist der Chef da oben. Und dann gibt es irgendein Hierarchiesystem. Und das Attraktive an diesem System ist, der Mächtige hat mehr Recht. Und das ist für den Mächtigen attraktiv. Nur nicht für die alle anderen, aber ja. Deshalb schlägt es immer wieder in diese Kerbe. Und Israel ließ sich immer wieder in diese Religionsphilosophie oder in dieses Gedankengut reinziehen, indem sie eben anderen Göttern anhingen, und die Folge war immer soziale Ungerechtigkeit, Unfriede und so weiter. Aber die Israeliten hatten ja noch den Tempeldienst und meinten, damit Gott besänftigen zu können. Wir geben ihm einige Opfer und dann können wir weiterfahren, so wie es uns passt. Nach vielen Warnungen kam die Katastrophe auf Israel zu. Gott wendete diese Katastrophe nicht mehr ab. Und die Katastrophe war eigentlich, und jetzt kommt ein Satz, auf den bin ich stolz, den habe ich selber so formuliert: Wer nach dem Recht des Mächtigeren lebt, muss sich nicht wundern, wenn er von einem noch Mächtigeren überwunden wird. Und das hat Gott nicht mehr abgewendet. Also da passierte das, was sie eigentlich selber gewählt hatten. 587 vor Christus wurde Jerusalem eingenommen, durch das babylonische Heer zerstört, und das Volk wurde ins Exil nach Babylon deportiert, verschleppt. Man stelle sich das vor, die ganze Schweiz oder Zürich, ja, einfach das Volk zu Fuß nach Spanien. Das ist etwa die Distanz. Häuser kaputt, die Soldaten auf den Pferden oder wie auch immer, und du läufst da bis nach Spanien. Und da wird dir auch gar klar, da kommst du nie mehr zurück. Das war's. Das ist der Tiefpunkt ihrer Geschichte. Und sie verdrängten noch immer ihren Anteil an ihrer Schuld. Sie fühlten sich von Gott verlassen und verworfen. In diese erschütternde Zeit hinein tritt der Prophet Jesaja auf mit dieser Botschaft.
Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jaucht zusammen, ihr Trümmer Jerusalems, diese Bilder, die Trümmer sollen jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst, der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Fort, fort, zieht aus von dort, fasst nichts Unreines an, zieht aus ihrer Mitte, also von Spanien wieder zurück. haltet euch rein, die ihr die Geräte des Herrn tragt, doch zieht nicht aus in Hast, geht nicht fort in Eile, denn der Herr geht vor euch her, und also vor euch her, er, Israels Gott, ist eure Nachhut. Wow. Diese Verse gehören zu den gewaltigsten Texten innerhalb von einem der gewaltigsten Textabschnitte des Alten Testaments. Sie sind Teil der eindrücklichen Kapitel 40 bis 55 im Propheten Jesaja. Da merkt man, da ist ein roter Faden in diesem Teil des Buches drin. Und da gäbe es natürlich auch gewaltig viel drüber zu sagen. Aber wir wollen einen Aspekt herausziehen, der oft übersehen wird. Und zwar, es geht eigentlich um die Königsherrschaft Gottes. Und Professor Wright erzählt, ich zitiere ihn wörtlich, als ich aufwuchs, dachte ich bei Reich Gottes, es gehe vor allem um den Himmel. Wenn Jesus davon sprach, das Reich Gottes zu erben, dann meine das, dass man dann in den Himmel kommt, wenn man stirbt. Und dann sagt er ganz klar, um das geht es beim Reich Gottes absolut nicht. Es geht darum, wie Jesus uns beten gelehrt hat, dass Gott König über diese Erde werden möge, wie er es auch im Himmel ist. Ja, jetzt eben Israel fühlt sich von Gott verlassen, verstoßen und so weiter. Und jetzt möchte ich einige Punkte herausheben. Eben die Botschaft ist, dein Gott ist König. Also absolut nichts davon, dass ihr Gott Yahweh, unter die Räder der babylonischen Götter geraten wäre. Nein, die Geschichte im Buch von Daniel, Löwengrube und alle diese Dinge dort, oder auch das Buch Esther beschreibt, wie Gott in Kontrolle geblieben ist, auch in Spanien. Also das war nicht lokal, nur in Jerusalem war er Gott, sondern er war auch dort noch immer Gott und war mit seinem Volk mit dabei und hat dort Geschichte geschrieben. Es wird sogar eben beschrieben, wie Gott den babylonischen und persischen Weltbeherrschern gehörig auf die Füße getreten ist. Bis hin zu dem, der dann in den Wahnsinn kippte und da Gras aß und so weiter. Und da gibt es die schönsten Gottesbekenntnisse im Buch Daniel. Gewaltig. Also eben die Israeliten erlebten, wie sie überwältigt worden waren, lebten in der Fremde. Boah, Gott hat uns quasi verlassen, aber nein, unser Gott bleibt trotzdem an den Schalthebeln. Das ist eine Riesen-Message. Dein Gott ist König. Da hat sich nichts dran geändert. Jahwe, unser Gott, kehrt nach Zion, nach Jerusalem zurück. Wow.
da, wo man dachte, jetzt ist es Ende Feuer, da ist Gott immer noch dran und öffnet eine neue Hoffnung. Jahwe, Gott hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Das bedeutet, wir werden in unser Land zurückkehren. Jerusalem wird wieder zu unserer Hauptstadt und Gott wird im Tempel einziehen. Wow! Und der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Unser Glück kehrt zurück. Ja, das ist tatsächlich Grund für Freudentaumel. Sie alle beginnen oder sollen beginnen zu jubeln. Sie sind zwar immer noch in Spanien, aber sie können bereits zu jubeln beginnen, weil Gott jetzt Zusagen macht. Eben wie willkommen sind auf den Bergen, das ist der erste Vers, die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt. Eine der Fragen, die immer wieder aufgetaucht sind und die auch bei uns manchmal kommt, ist Gott nicht schon immer König gewesen und König geblieben? Sind ihm je die Schalthebel aus seinen Händen entglitten? Ist er abwesend? Die Antwort ist Jein. Er hat Himmel und Erde geschaffen, er ist Schöpfer, er hat alle Macht, er kann ein Wort sprechen und es geschieht. Ja, er ist und bleibt immer König. Und gerade eben die Geschichten während dem jüdischen Exil haben gezeigt, dass Gott am Drücker geblieben ist, dass seine Geschichte nicht zu Ende geschrieben war da. Er hat von seiner guten, konstruktiv ausgerichteten Macht an uns Menschen delegiert. Wir sind berufen, ihn zu repräsentieren und in seinem Sinne Führungsrolle über dieser Erde zu übernehmen, die Erde bewahren, pflegen, zum Blühen bringen. Und wenn der Mensch seine Macht zum Destruktiven missbraucht, dann endet es böse, wie wir es täglich erleben. Also, der Mensch funkt Gott rein. Und in diesen Kapiteln Jesaja 40 bis 55, da wird eigentlich davon geschrieben, wie Gott die Herrschaft zurückgewinnen wird. Jetzt aber noch, bevor wir das näher betrachten, wie Gott die Herrschaft zurückgewinnen wird, noch eine spannende Beobachtung. Eben tatsächlich kam es dann 539 vor Christus zum Erlass des persischen Königs Kyros. Das Volk Israel soll in sein Heimatland und nach Jerusalem zurückkehren. Und es kam dann tatsächlich zu mehreren Rückreisewellen. Und dann über einen gewissen Prozess, dann auch, der auch in der Bibel beschrieben wird, wurden die Häuser Jerusalems wieder aufgebaut, die Stadtmauer und tatsächlich am Ende auch der Tempel wurde wieder aufgebaut. Noch eine Klammer, es gab doch noch eine erhebliche Anzahl vom jüdischen Volk, die sind in Spanien geblieben. Es ging ihnen nicht nur schlecht, sie haben sich dann mit der Zeit adaptiert und integriert.
Es kam dann natürlich eben die Geschichte von Esther, als da irgendein Spinner da plötzlich das ganze Volk dort ausrotten wollte und es ging ganz knapp daran vorbei. Aber insgesamt haben sie sich irgendwie arrangiert mit der Situation und wollten gar nicht mehr zurück. Aber das wird von Gott nirgends kritisiert. Das ist ihre freie Entscheidung. Aber bei allem, was sich jetzt da zu erfüllen begann, von dieser Aussage von Jesaja 52, da heißt es ja auch, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Und das ist irgendwie komischerweise nicht passiert. Das wäre ja das Einfachste von allem. Also eben die ganze Reise zurück, Aufbau der Stadtmauer, des Tempels und so weiter, komplizierte Geschichte. Aber dann hätte ja Gott eben erscheinen können. Ja, was sieht man denn genau mit eigenen Augen, wenn der Herr nach Israel zurückkehrt? Wie, an was erkennt man das? Hierzu hat Israel eine Geschichte. Die haben einen Erfahrungsschatz, wie das aussehen könnte. Am Ende vom zweiten Buch Mose, da ist ein großer Teil, wird der Bau der Stiftshütte des mobilen Tempels beschrieben. Und am Ende wird er eingeweiht. Und dann heißt es, so vollendete Mose das Werk, dann bedeckte die Wolke das Offenbarungszelt. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Mose konnte das Offenbarungszelt nicht betreten, denn die Wolke wohnte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Immer wenn die Wolke sich von der Wohnung erhob, brachen die Israeliten auf zu all ihren Wanderungen. Wenn sie sich aber die Wolke nicht erhob, brach sie nicht auf bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Bei Tag schwebte die Wolke des Herrn über der ganzen Wohnung, bei Nacht aber war Feuer in ihr vor den Augen des ganzen Hauses Israels auf all ihren Wanderungen. Boah, wie eindrücklich ist doch das, wenn du fast sehen kannst, wie Gott nahe ist. Es ist ein schönes Bild mit der Wolke. Wolke hat auch etwas Verhüllendes, also man kann Gott nicht sehen, hat er blaue Augen oder quasi, was ist seine Statur. Aber in dieser Wolke wird die Gegenwart Gottes doch sichtbar. Wir lesen dann später, als der richtige Tempel gebaut wurde, auch da wurde der Tempel mit der Wolke des Herrn gefüllt. Da sahen alle, jetzt ist der Herr da. Wie sieht das aus, wenn Jesaja verheißt, der Herr kehrt zurück nach Jerusalem? Müsste da mindestens eine Wolke, es gibt noch andere Bilder, auch von Kriegsrädern, wo Gott da drauf sitzt und so weiter. Ja, wie sieht es aus, wenn Gott einkehrt? Und irgendwie scheint das die Bibelforscher verwundert zu haben, weil man eben, es gibt ja viele, viele Schriften, die man da gefunden hat, aus der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Da war ja auch eine Geschichte, da ein Teil ist in den Apokryphenschriften beschrieben. Es gibt aber auch noch weitere Schriften, die unter den Juden da weitergegeben worden waren, von ihren Rabbis und so weiter. Und da ist nirgends ein Hauch von einer Erwähnung, dass sich die Verheißung erfüllt hätte, dass Gott auf eine sichtbare Art und Weise nach Zion zurückgekehrt wäre. Da war ja noch die Geschichte eben von den hätte ich nicht anfangen sollen. Makkabäer, genau. Die hatten ja quasi, als Israel ja zurückkam, blieben sie eigentlich immer noch unter der Oberhoheit von den Babyloniern und den Persern nachher und so weiter. Sie waren nie ganz frei. Und das gab es eine kurze Periode, wo eben dieser Judas der Hammer wird er genannt, der hat etwa mit 800, glaube ich, Kriegern ein Heer von 20.000 geschlagen.
kam und die Seleukiden haben ja dann den vorgängig den Juden ihre Religion verboten, haben Schweine geopfert im Tempel und so weiter, den Tempel entweiht, haben ihnen verboten oder sie gezwungen, Schweinefleisch zu essen. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und dann kamen eben diese Aufstände und der Judas Makkabäer, der konnte da diese niederschlagen und es kam zu einem triumphalen Einzug nach Jerusalem und dann ging er in den Tempel und reinigte den Tempel. Aber keine Wolke, nichts. Alle Welt würde erwarten, wenn der eigentliche Machthaber dieses Universums die Bühne wieder betritt, dann wird er es tun mit dem Einsatz seiner Macht und Gewalt. Das, man konnte gar nicht anders denken. Das war logisch für jedermann und ist für viele von auch von uns immer noch logisch. Wenn ich Gott wäre, dann. Oder? und im nächsten Kapitel, wir können nicht in die Details, aber Kapitel 53 wird von Jesaja beschrieben, ja, das ist eben mit der Rückkehr, die da nie stattgefunden hatte, wird von Jesaja beschrieben, wie der Herrschaftsantritt von Gott aussieht. Und er beginnt dort mit den Worten: Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Also dieser Teil ist spannend, eigenartig. Hä? Irgendwie wird da was sichtbar, aber man kann es übersehen und man muss genau hinschauen, um es überhaupt zu sehen. Bei der Wolke, das sah jeder. Aber da wird etwas vorausgesehen, das man auch übersehen könnte. Und dann geht es weiter. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Der erste König, den sie da eingesetzt haben, gegen den Willen Gottes eigentlich, aber das war der Saul. Und der heißt, der hat alle im Kopf war größer als die Größten dort. Und der war ein richtiger Bodybuilder oder was auch immer. Hier, ja, keine edle Gestalt, dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Hä? Da tritt eine Figur auf in diesen Kapiteln, wird diese Figur mehrmals mit dem Knecht Gottes benannt. Es gibt diese Knechtslieder und Jesaja 53 ist eines davon. Hey, was geht da ab? Was ist das für eine komische Geschichte? Wir Christen blicken sofort, bei uns blinkt die Lösung ja auf. Wir kennen die Geschichte, wie sie sich erfüllt hatte, aber bedenke die Leute dort im Exil in Spanien. Hä? So wird Gott, also so, wenn Gott König, hä? Da bringt man irgendwas nicht zusammen, macht keinen Sinn. Man muss es so stehen lassen, weil man es nicht einordnen kann. Darüber wurde damals viel und lange nachgedacht, was das bedeuten könnte. Strange. Kann es nicht einordnen. Eine Möglichkeit, es zu verstehen, lag darin, die Figur eines leidenden Gottesknechtes, dass sie machten sich dann eben ihre Gedanken, ja, okay, wir sind als Volk Israel ja auch Gottes Knecht und wir erleben ja selber gerade Verachtung und vertraut mit Schmerzen. Könnte es sein, dass sie als Volk Israel irgendwie diese Figur repräsentieren? Aber was macht es genau für einen Sinn,
Aber da suchte man so Logik oder irgendwie, um das zu verstehen und einzuordnen. Als Jesus dann geboren wurde, da loderte die Hoffnung auf die Erfüllung dieser Verheißungen natürlich auf. Der Zacharias da im Tempel und die Hanna und die Elisabeth, die prophezeien und so weiter, da merkt man, da bricht 400-500 Jahre warten, bis es endlich geschieht. Boah, jetzt, boah, ein Engel und boah, ja, das mit dem leidenden Knechten, das war nicht auf dem Radar. Da wusste man, das kann man da mal einordnen, wenn es geschieht, und dann werden wir verstehen, was damit gemeint war. Aber dass Gott König werden wird, das war im Zentrum. Also Gottes Königsherrschaft, die soll kommen. Und dass man mit eigenen Augen sehen wird, wie es verheißen wird, wie der Herr nach Zion zurückkehrt, das war auch klar. Und wie er vor den Augen aller Nationen seinen heiligen Arm entblößt. Was heißt das? Das ist die Ärmel nach hinten krempeln. Wenn der Herr seine Arme entblößt, dann will er anpacken. Wenn der Herr seine Arme entblößt, dann werden es alle Nationen sehen. Und dann hörte man von einem jungen Mann, der in Galiläa draußen in der Provinz auftrat, weit weg von Jerusalem. Und der hat ausgerufen: Die Zeit ist erfüllt! Die Königsherrschaft Gottes hat begonnen. Immer mehr Nachfolger sammelten sich um ihn. Irgendwie war schon etwas Besonderes an ihm. Er heilte Menschen, wie es noch nie zuvor jemand getan hatte. Aber irgendwie ein Messias, ein Erlöser. Also wenn Gott zurückkehrt, dann wird sich das wohl schon etwas anders anfühlen. Als da so ein einer von der Unterschicht, der da quasi im Arbeitsgewändli herumläuft. Und man wusste nicht recht, ja, sogar der Johannes der Täufer hat einmal fragen lassen: Bist du es wirklich? Das war schwierig. Und dann kommt es zu dieser komischen Szenerie. Man liest in Evangelien, es war ein Punkt, wo es heißt, Jesus hat sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet und dann marschierte er Richtung Jerusalem, dem Machtzentrum. Könnte es sein, dass er jetzt doch irgendwie in Jerusalem einzieht und endlich seine Macht offenbart, endlich seinen Arm entblößt? Und dann kommt es zu dieser bizarren Szene. Er wählt einen Esel, quasi der Bundespräsident, statt in der Luxuskarosse kommt mit dem Fahrrad daher. Nein, hat er keinen Dresscode, der muss die Verhaltensregeln da, Knicke oder so, der müsste eine Schulung machen, wie man auftritt, wenn man zur Oberschicht gehört. Komisch, der sitzt auf einem Esel. Und die Nachfolger beginnen zwar laut zu jubeln, und müsstet lesen, was die gejubelt haben: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Boah, jetzt beginnen die Nackenhaare aufzustehen und jetzt wird es spannend, jetzt kribbelt es. Was passiert jetzt? Und danach begibt er sich sogar zum Tempel. Knistert es nicht schon laut genug? Was kommt jetzt im Tempel? Er veranstaltet einen Tumult im Tempel. Er kritisiert das ganze korrupte Drecksgeschäft, das sich im Tempel eingenistet hat, eine lukrative Einnahmequelle für die religiöse Oberschicht. Was ist mit diesem Typen, mit dieser Figur, die da kommt, die gerade die einen gerufen haben, er sei der König? Und er endet
am Kreuz. Alle haben ihn verlassen, sogar seine engsten Nachfolger haben es nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Was ist das für eine Geschichte? Erst nach der Auferstehung von Jesus begann es allmählich seinen Jüngern wie Schuppen vor den Augen zu fallen. Hey, Jesus war dieser Knecht Gottes. Jesaja 53, 1 bis 3 hat sich erfüllt. Ja, man hat ihn kaum erkannt. Und es hat sich erfüllt, dein Gott ist König. Niemand hat es geglaubt, niemandem ist es offenbar geworden. Nur der Heide Pilatus, der hat zwar nicht über den Verstand begriffen, aber irgendwo da unten ist mit ihm was geschehen. Er ließ eine Tafel oben am Kreuz anbringen, die da hieß, das ist der König der Juden. Boah. Das ist so gewaltig, was da geschieht. Wir können jetzt natürlich auf eine längere Geschichte zurückblicken, wenn es dann heißt, der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Rund um den Erdball sieht man das Symbol des Kreuzes. Es ist allen Nationen sichtbar geworden. Viele haben zwar die Bedeutung davon noch nicht verstanden, aber diejenigen vielleicht, die die Kreuze platziert haben, vielleicht schon. Aber es steht irgendwie für das Heil, das Jesus in diese Welt gebracht hat und auch für das Modell oder das Arbeitsmodell oder Businesskultur oder einfach die Art, wie er eben Regierung übernimmt. Es bleiben noch offene Fragen natürlich, wie konkret breitet sich jetzt dieses Heil weltweit aus. Aber das kommt dann in einem Monat in diesem Kino. Da fahren wir natürlich weiter. Aber man kann sagen, was für eine Geschichte. Wir dürfen uns nicht an die Geschichte gewöhnen. Die haut um. Und das bleibt so, auch wenn man sie schon 20 oder 50 oder 500 Mal gehört hat. Man darf das Staunen nicht verlieren. Was für ein Gott steckt hinter dieser Geschichte? Diese Figur ordnet sich dem Wesen und eben der Businesskultur seines Gottes unter. Als ich 17 Jahre alt war, verstand ich auch noch nicht vieles von dieser Geschichte. Aber dieser irgendwie immer wieder doch auch fremde Gott und gleichzeitig so nahe Gott, der kam uns Menschen so nahe, dass er unter uns wandelte. Als mich dieser Mann, Jesus, erfasste, da ging ich zu meinem Vater und teilte ihm mit, ich werde meine Lehre als Maschinenmechaniker abbrechen. Ich weiß noch, wie ich dort im Büro von meinem Vater stand. Ich lerne hier Metall bearbeiten und da draußen wartet eine Welt, die muss die Geschichte hören von diesem Mann. Ich wurde dann gezügelt und zurückgebunden und ich denke zu Recht. Mein Vater riet mir, mach du zuerst deine Lehre fertig, lerne das Leben noch etwas besser kennen. Du wirst den Menschen besser dienen können, wenn du etwas Fundament unter deine Füße bekommst. Habe ich halt gehorcht, aber da innen brannte es. Und da passierte eine Geschichte. Und diese Sehnsucht habe ich bis heute nicht verloren. Und ich rufe immer wieder in meinen Gebeten zum Herrn, Herr, das kann doch nicht sein, dass du das alles für uns getan hast. Und so viele haben es noch nicht gehört oder noch nicht verstanden. Die Lösung wäre da, aber niemand hat es begriffen. Kann denn das sein? Jesus ist als König eingesetzt worden. Wo ist mein Part, was kann ich dazu beitragen? Vielleicht
ist der erste Schritt. Ja, man kann nicht von außen sagen, da packt einem ja Gott selber. Wenn man zu fragen beginnt, Herr, wo ist mein Platz? Was kann ich dazu beitragen? Es geht um die Errettung dieser Welt und um die Wiedereinsetzung von ihm als König, dass die Herrlichkeit auf diese Welt zurückkehrt. Spüre du in deinem Herzen, was dran ist. Oder nimm Anteil an diesem Leiden mit dem Gebetsaufruf des Unser Vaters. Dein Name werde geheiligt, das tragen wir mit uns. Du musst durchkommen. Deine Königsherrschaft, die muss unbedingt Raum einnehmen auf dieser Erde. Und dein Wille hat zu geschehen. Hier, das muss unbedingt so sein. Mit dem laufen wir herum, Tag für Tag. Morgen, wenn wir erwachen, am Abend, wenn wir ins Bett gehen. Es soll so geschehen. Nimm Anteil an diesem Erlösungsprogramm von unserem Gott. Amen.